Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wir machen heute mal ein bisschen was anderes. Der Grill bleibt aus. Wir spielen mit meinem neuen Spielzeug, der Friteuse, und machen mal hier richtig Fastfood-Style, oder? Und zwar was richtig, richtig Geiles, Freunde. Ihr seht, schön gold, goldbraun, denn wir machen heute klassische Würstchen-Nuggets. Geil, 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 geil. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige euch jetzt. Na zack, Zutaten für unsere kleine Köstlichkeit im Teigmantel quasi. Wir brauchen natürlich Würstchen. Ich habe jetzt hier Geflügelwürste. Da könnt ihr Bockwürste nehmen oder was ihr gerade im Schrank habt. Würstchen, Freunde. Dann brauchen wir hier ein wenig Mehl, ein Ei, ein bisschen Polenta, also so Maisgrieß. Wir brauchen eine Sour Cream. Freunde, falls es irgendjemand noch nicht hat, das Rezept, die beste Sour Cream der Welt, verlinke ich euch hier oben. Ihr könnt natürlich auch Mayo oder Ketchup nehmen, was ihr wollt, aber Sour Cream, beste Freunde. Wir machen Bierteig, also brauchen wir ein Bier, einen kleinen Schluck. Freunde, die genauen Mengenangaben, wie immer, unten in der Box. Und last but not least, Gewürze, Freunde, natürlich von der Spice Bar. Einmal Piment d'Espalette, extra für Saskia, damit wir ein bisschen spicy rankriegen an die kleinen Würstchen-Dinger. Und Pizza und Pasta-Zauberei, der perfekte Allrounder, Kräuter, Salz, Pfeffer, alles mit drin. Freunde, Spice Bar, ne? Gutscheincode SPICY030BARBECUE, 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro. Die anderen Gutscheine für Fleisch und meine Klamotten unten in der Box. Das war's eigentlich. Jetzt noch ein Bier für mich, ne? Wir wollen es ja nicht vergessen. Prost, Freunde, auf euch. Los geht's. Na zack. So, wir sind damit gestartet, dass wir unsere Pommes vorfrittieren. Pommes dazu zeige ich euch heute nicht, weil das beste Pommes-Rezept meines Lebens hier oben verlinkt. Habe ich mit dem Pommesman zusammen gemacht. Aber so, oh, guck mal. So sehen die Dinger aus. Ja, die gehen jetzt auf Warteschleife 15 Minuten und wir fangen an mit dem Bierteig. Na also, Teig, Freunde, ist ein bisschen laut heute, glaube ich, weil der Wind hier ordentlich durchgeht. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Ingredienzien, deswegen müssen wir auch schnell machen. Also erstmal Mehl, zack, rinne eine Schüssel, ja, Polenta, rinne eine Schüssel. Friteuse macht auch ordentlich Lärm hier, aber gut, wir kriegen es hin. Das Ei dazu, Ei, Freunde, immer auf der flachen Kante anschlagen, ne? Dann habt ihr keine Schale. Zack, Ei mit drin. Jetzt die Gewürze. Also ich würde sagen, wir nehmen einen halben Teelöffel Piment d'Espalette für ein bisschen spicy. Wunderschön. Und dann ordentlich von der Pizza- und Pasta-Zauberei. Ja, da brauchen wir nicht sparen. Kann ich euch keine Menge sagen. Haut da rein, so viel ihr wollt. Ne? Zack, 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 zack. Kann schon ordentlich grün sein. So erstmal. Und jetzt zu unserem Bier. Da kippen wir jetzt ungefähr die Hälfte rein von dem, was wir haben. Wie gesagt, genaues Rezept unten in der Box. Und dann kneten wir erstmal durch und gucken, wo wir da ankommen mit dem Teig. Und wenn ihr das restliche Bier dazu habt, dann sieht das ungefähr so aus, Freunde. So stelle ich mir das vor von der Konsistenz. Ja, schön schlotzig. Okay, zu den Würstchen. Die schneiden wir jetzt in, naja, Nugget-Größe. Ne? Wir wollen ja Würstchen-Nuggets machen. Also ich würde sagen, bei den kleinen Dingern dritteln wir die. Also in drei Teile schneiden. Eins. Und zwei Schnitte. Ja, so ungefähr, oder? Ordentliche Nuggets. Kurz mal probieren. Dieser Wind heute. Gute Wurst, Freunde. Jetzt brauche ich nochmal einen Handschuh. Nicht, dass einer meckert, dass ich zu viele Handschuhe nehme. Ihr könntet auch alles ohne machen. Dann habt ihr halt dreckige Finger, ne? Dann ist das so. Also Handschuh und Mehl. Habe ich vergessen. Wir brauchen nochmal, zack, extra Mehl. Und da kommen jetzt unsere Würstchen rein. Die werden nämlich einmal mehliert, dass da überall ein bisschen was dran ist. Ne? Einmal durchziehen. Und wenn wir das hinter uns haben und wir hier so die kleinen kolumbianischen Würstchen haben, ne, dann gehen die alle in den Teig rein, zack, einfach reinschmeißen. Ja, vorsichtig, wir wollen nicht zu viel Mehl mit drin haben. Alle rein. Und dann nehmt ihr euch einen Löffel, das machen wir jetzt nicht mehr mit den Fingern. Und lasst die überall vom Teig kosten, ne, schön umrühren. Und final schnappen wir uns jetzt jedes einzelne Würstchen in so ein bisschen Teigmantel und lassen das in die Friteuse ein. Ne? Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Das machen wir jetzt zack, 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 nacheinander. Und zack, alle drin. Guckt euch das an. Der Hexenkessel brodelt. Wir haben die Friteuse jetzt eingestellt auf, naja, eigentlich volle Pulle. Zwischen 180, 190 Grad. 170 geht auch noch, aber wir wollen ja ein bisschen Schub drauf kriegen. Und jetzt lassen wir die Friteuse ganz alleine arbeiten. Ich denke so 4-5 Minuten. Dann kommen die Dinger hoch und dann sind sie auch schon fertig.
Solltet ihr merken, dass noch zwei, drei unten kleben bleiben, dann einfach mal mit dem Palettchen hier, oder was ist das? Was ist denn das? Eine Schöpfkelle. Einfach mal ringehen und die vom Boden lösen. Dann schwimmen die Dinger frei und alles ist gut. Gleich futtern. Wir sind schon durch, Freunde. Guck mal, einmal rausnehmen. Oh, geil. Kurz abtropfen lassen. Das ist ja ein bisschen wie bei Mc's hier eigentlich. So, zack. Öl weg. Dann hier so ein bisschen Küchenrolle auf dem Tellerchen. Ein bisschen abtropfen lassen. Das ganze Öl wollen wir nicht. Zack. So, da gehen jetzt unsere vorfrittierten Pommes mit rein wieder. Und die kriegen jetzt die zweite Rutsche. Zack. Ich würde sagen, nochmal 2 Minuten maximal und dann wird gefuttert. Erbärm, Freunde, fertig. Guckt euch das an. Wunderschöne Nuggets, wunderschöne goldgelbe Pommes, wunderschöne Sour Cream. Wir fangen auch mal ganz kurz mit den Pommes an. Ich weiß, Fastfood, Freunde, Fastfood. Aber jetzt der Hauptdarsteller. Die schönen Würstchen-Nuggets, ha? Geile Panade. Einfach mal eingetaucht und... Oh, einer muss ja... Kann man mal machen, ne? Es muss nicht immer Chicken sein. Da ist ein richtig schöner Crunch bei. Würstchen-Nuggets. Warum nicht? Ich muss jetzt weiter essen. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like und ein Abo, würde mich freuen. Instagram ballern, Facebook ballern, Glocke, ihr wisst Bescheid. Es wird in Zukunft ein bisschen mehr kommen aus der Fritteuse, glaube ich. Schreibt mir unten gerne mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ne? Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Geil.